Ich grüße euch heute mal wieder von meinem Thron zu einem neuen Vlog, kann man eigentlich dazu sagen. Ich habe die Woche eine Doku gesehen zum Thema Bootcamp. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr spannendes Konzept und wollte euch mal davon erzählen, falls ihr das nicht kennt oder mal meine Meinung dazu hören wollt. Es gibt da zwei Sorten Bootcamp. Es gibt die legalen und die man in manche Länder verlegen muss, damit sie legal sind. Also Bootcamps, wenn man sie in der Regel passieren, gibt es sowas in den USA. Wenn man sie in den USA machen würde, wären sie illegal. Die Doku, die ich gesehen habe, die war jetzt über ein legales Bootcamp. Ich habe mal einen Film gesehen, ich weiß leider den Titel nicht mehr, von einem Bootcamp, was illegal war. Das war ein sehr guter Film. Es gibt auch ein Buch von Morton Rhue. Das ist der, der auch Die Welle geschrieben hat und etliche andere sehr, sehr gute Jugendbücher. Das Buch heißt auch Bootcamp. Da ist auch von einem Bootcamp die Rede, was nicht, ja, offiziell ist es legal, aber grundsätzlich eher illegal ist. Fangen wir mit dem legalen Teil an, damit ihr mal einen Eindruck davon bekommt, was es damit auf sich hat. Die legalen Bootcamps werden meistens, wie gesagt, in den USA, in Deutschland. Es gibt so ähnliche Konzepte, aber nicht mal im Ansatz so. Die werden in der Regel vom Militär organisiert und geleitet und auch auf diese Art und Weise geführt. Das heißt, das betrifft vor allem Teenager. Es gibt auch welche für Kinder, aber die sind zum Glück nicht so häufig, die Schwierigkeiten haben in Form von, dass sie faul sind, dass sie ihr Leben nicht in den Griff kriegen, drogenabhängig sind, dass sie ihren Eltern nicht gehorchen, wie auch immer man das jetzt definieren möchte. Einfach Teenager, die, ich sag mal, einen eher ungünstigen Stand im Leben haben, was es längerfristig für ein erwachsenes Leben sehr schwierig machen könnte. Für die ist es gedacht. Manche Eltern sehen ihre Kinder da schon, wenn sie eine 2 in der Schule schreiben, als sie müssen unbedingt ins Bootcamp. Andere warten sehr lange und haben dann ein drogenabhängiges Kind, und schicken es dann dahin. Also es gibt Bootcamps mit Mottos, für spezielle Kinder, zum Beispiel für Teenager, die zum Beispiel ein Abhängigkeitsproblem haben. Es gibt aber auch welche, das sind alle zusammen. Aber für solche Sorten schwieriger Teenager ist das eigentlich gedacht. Und das funktioniert ja je nach Bootcamp einige Wochen oder Monate. Mit militärischem Drill, also vor allem körperliche Bewegung und Arbeit. Und wenn man sich halt nicht an die Regeln hält und seien es nur kleine Verletzungen, gibt es entsprechende Konsequenzen. Was ja eigentlich ganz normal ist, also ne, wenn jemand was klaut und er wird erwischt, das ist natürlich immer Voraussetzung, dann wird er halt bestraft. Also das Leben bzw. das gesellschaftliche Miteinander, das funktioniert so. Das versteht halt nicht jeder. Es ist natürlich ein Unterschied, ob du jetzt irgendwo einen Banküberfall machst oder ob du mal dein Bett nicht schön gemacht hast, aber entsprechend unterschiedlich sind eben auch die Strafen. Aber diese Bootcamps sollen eben vor allem Disziplin lehren und verdeutlichen, dass es gibt Regeln im Leben, die gelten für alle. Also da wird dann auch kein Unterschied gemacht, ob du jetzt aus dem Grund in diesem Bootcamp bist oder aus dem Grund, ob du männlich, weiblich bist, wie alt du bist. Man nimmt natürlich Rücksicht auf das, was du körperlich leisten kannst. Aber wenn du halt einen Fehler machst, dann wirst du genauso bestraft wie die anderen auch. Und an sich, ab einem gewissen Level an schwierigem Teenager, finde ich die Idee gar nicht so doof. Das Interessante ist, also nicht unbedingt alles, was die da machen, aber das Interessante ist, und das überrascht mich, dass, Achtung, 80% aller Absolventen von diesen Bootcamps, also alle, die wirklich die ganze Zeit über dabei bleiben, gibt ja genügend Leute, die das abbrechen, nach dem Bootcamp wieder genauso sind wie vorher. Also zurückfallen in das, was sie vorher waren, was sie letztendlich ins Bootcamp gebracht hat. Und ich finde, 80 ist eine Menge. Gerade weil die aus ihrem Umfeld rausgenommen werden, in eine komplett andere Situation gebracht, für Wochen oder Monate,
komplett anders leben müssen, ein strukturiertes Leben haben, aber dann wieder zurückkommen in ihr altes Leben und sich am Umfeld nichts geändert hat. Das ist eigentlich das Schlimmste. Das ist auch, das wird euch jeder Psychologe erklären. Wenn du ein Problem hast, du willst etwas ändern, reicht es manchmal nicht, dass du selbst etwas änderst, sondern dein Umfeld muss mitmachen. Also zum Beispiel, wenn du in einer Gruppe bist und der es eher cool ist, schlechte Noten in der Schule zu haben, du selber aber gerne gute Noten hättest, dann kannst du dich noch so sehr anstrengen. Wenn dein Umfeld dir immer wieder sagt, das ist unwichtig, wird es dir schwerfallen, gute Noten zu schreiben. Nicht, weil du doof bist, sondern weil du weißt, in deinem Umfeld kommt es nicht gut an und du musst abwägen, behalte ich mein Umfeld, in dem ich mich wohlfühle oder verliere ich dieses Umfeld, aber bei guten Noten. Und so in etwa ist es eben auch, wenn du aus, ich sag mal, aus einem Milieu kommst, in dem du Drogen nimmst oder jemand anderes Drogen nimmt, in dem es normal ist, sowas zu tun und vielleicht noch so kriminelle Handlungen wie, keine Ahnung, Drogendealen oder auch Einbruch und sowas einfach normal sind. Du bist Teil davon und landest jetzt im Bootcamp, damit du dich besserst. Und dann bist du da mal eine Weile und okay, ja, ich nehme mir jetzt vor, mein Leben zu bessern. Du kommst zurück, altes Umfeld, alte Freunde. Ja, wenn du dich jetzt besserst, bist du raus aus diesem Umfeld, musst dir ein neues aufbauen. Das geht. Aber es ist halt einfacher, es so zu lassen, wie es war, vor dem Bootcamp. Entsprechend ist es nicht überraschend, dass es 80% sind, die da wieder zurückfallen und dass diese Bootcamps eigentlich total ja, nutzlos nicht, ich meine immerhin 20%, aber das könnte so viel besser sein, wenn man sich um das kümmert, was nachher kommt. Aber erschreckend ist es doch, weil diese Bootcamps eigentlich recht angesagt sind und gut angenommen werden und lange Wartelisten haben. Das ist halt schon traurig. Ich bin froh, dass es das in diesem Umfang in Deutschland meines Wissens nach zumindest nicht gibt, sondern dass man auch, wenn jetzt jemand zum Beispiel, also nicht mehr Teenager, da auch, aber Erwachsene im Gefängnis sind, dass es immer auch dieses Wiedereingliederungsprogramm gibt, dass man also noch während man im Gefängnis ist, lernt, wie man jetzt das Umfeld ändert, dass man also nicht mehr mit den alten Leuten, die einen negativ beeinflusst haben, Kontakt hat. Und umgekehrt auch jemand, der länger im Gefängnis ist, dass der, bevor er ganz entlassen wird, dann immer wieder einzelne Tage hat oder Wochenenden oder auch mal einzelne Wochen, in denen er als Freigänger draußen sein darf, also sich wieder an das Leben in Freiheit gewöhnen kann. Das klingt banal, ne? Ich habe eine juristische Ausbildung, ich weiß, wie wichtig das ist, weil einer, der mal 10 Jahre immer nur eingesperrt war, der findet sich nicht mehr einfach so zurecht. Der braucht ein bisschen, der muss ja auch Wohnung suchen, Arbeit finden, all das ist halt manchmal verlangt, das einfach, dass man raus darf. Das ist schon einfach wichtig. Funktioniert leider nicht immer, eben weil manch einer erstens sich schlicht und ergreifend nicht zu helfen weiß, weil auch nicht jeder, der frisch aus einer JVA kommt, von einem Arbeitgeber eingestellt wird, beziehungsweise eine Wohnung findet und dann ist die Kriminalität leider sehr nah. So, jetzt weg davon hin zu den nicht mehr ganz so legalen Bootcamps. Die sind auch wieder sehr unterschiedlich, aber sehr unwürdig für diejenigen, die dort sind. Auch da, na wie gesagt, die sind unterschiedlich. Wenn ich jetzt einfach mal an diesen einen Film oder das Buch denke, dann ist es symbolisch für die meisten dieser Bootcamps. Erstmal wissen die Kinder, ja, leider auch Kinder, auch die Jugendlichen nicht, dass ihre Eltern sie da angemeldet haben. Und die werden dann ganz gerne quasi entführt. Also nicht mit du packst jetzt und dann geht's da und dahin. Manchmal sagen Eltern auch, wir fahren in Urlaub und ja, das ist halt dann am Ende Bootcamp und das war's. Die, wie nenne ich die denn? Die Camplinge kommen auf jeden Fall aus diesem Camp nicht raus. Da gibt es keinen, okay, ich breche das ab. Entweder die Eltern holen einen raus oder man absolviert das Programm. Und dieses Programm ist Open-End. Also ich glaube, es gibt dann, wenn du ein gewisses Alter erreicht hast, dass du dann entlassen wirst, weil du dann ja selber über dich bestimmen darfst. Ich meine, das geht rein rechtlich. Aber ansonsten
erst wenn du das Ziel des Programms erreicht hast, darfst du gehen. Und dann ist es nicht so, menschenwürdig. Also es gibt halt einfach gelegentlich mal eine Strafe, auch wenn du gar nichts gemacht hast. Und da gibt es eine Hierarchie unter den einzelnen Teilnehmern, wo dann auch die, die schon länger da sind oder höher gestellt sind, die anderen schikanieren, piesacken, verprügeln. Das ist alles ganz normal. Du bekommst körperliche Strafen, teilweise auch sehr heftig. Es gibt immer wieder mal Tote in diesen Bootcamps. Deswegen, wie gesagt, am Rande der Illegalität oder eigentlich am Rande der Legalität. Weil das so heftig ist. Also, ne? Es ist abschreckend. Ich hoffe, ihr benehmt euch alle brav. Ich kann das gar nicht in Worte fassen. Das, wie gesagt, ich weiß leider nicht mehr, wie der Film heißt. Wenn ihr mal die Chance habt, das Buch von Morton Rhue zu lesen, Bootcamp, die Geschichte selber ist meines Wissens nach erfunden. So wie eigentlich alle Morton Rhue-Geschichten. Aber sie sind eben recherchiert und sie könnten so stattgefunden haben. Es ist halt einfach, die Personen sind erfunden und der genaue Ablauf, so wie es geschildert wird, der ist nicht echt. Aber diese Camp gibt es. Diese Camps gibt es. Und das ist halt schon krass. Da wiederum weiß ich nicht, wie die Erfolgsquote ist, weil wenn die Leute dieses Bootcamp absolviert haben, reden sie da hinterher normalerweise nicht drüber, weil auch das Teil des Programms ist. Du absolvierst das Ganze, wenn du nicht darüber sprichst. Ja, wie gesagt, ne? So ganz legal sind sie nicht. Aber das ist, wow. Es geht, du musst dich komplett dem Willen anderer beugen, ohne wirklich zu wissen, was die wollen. Und dich schikanieren lassen. Und erst wenn du einfach alles tust, was man dir sagt, ohne nachzufragen, dann kannst du quasi gehen. Ja, ich weiß jetzt nicht, wo der Sinn und Zweck ist, dass jemand tut, was man ihm sagt, ohne selber nachzudenken und ohne auch mal zu sagen, ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Und wenn man willenlose Zombies haben will, ist das sicherlich ganz praktisch. Aber die Bootcamps sind ja so darauf ausgelegt, dass die Kinder ihren Eltern gehorchen oder ihren Erziehungsberechtigten. Insofern, was haben die davon? Ist heftig. Ich bin dankbar, in Deutschland zu leben, auch wenn man natürlich sein Kind aus Deutschland in solchen Bootcamps anmelden kann, gar keine Frage. Aber ich glaube, wir sind da an ein oder anderen Stelle doch nochmal ein bisschen besser ausgerüstet, was Möglichkeiten angeht, die nicht so extrem sind. Oder wir denken vielleicht nicht so extrem und sagen, mein Kind muss da mal hin. Insofern ärgert eure Eltern nicht so arg, sie könnten auf dumme Ideen kommen. Und schaut mal, gibt es einfach mal vielleicht auf YouTube ein Bootcamp. Es gibt die Freiwilligen, die Illegalen, die sind schon krass. Ob es jetzt eine Doku gibt zu den Illegalen, das weiß ich nicht. Glaube ich nicht, weil, naja, die sind ja nicht so legal. Aber eben, es gibt Filme. Wenn ihr eher zart besaitet seid, dann ist so ein Film vielleicht nichts für euch. Wenn ihr es probieren wollt, dann einfach mal googeln. So, da wollte ich einfach mal drüber reden. Ich bevorzuge eine verständnisvolle Erziehung mit Grenzen und Regeln, aber ganz bestimmt ohne Gewalt und Zwang. So, das soll es von mir gewesen sein. Ich wünsche euch eine schöne, möglichst unbeschwerte Jugend. Ihr werdet sie nicht haben, weil das gehört zur Jugend einfach dazu, dass es Probleme gibt. Aber das formt den Charakter. Ich weiß, das will jetzt keiner hören. Na, ich sag den nächsten Satz auch nicht, den will auch keiner hören. Macht's einfach gut. Tschüss.